Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom 6. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Wir spielen die Freitagsbegegnung Rasenball Leipzig gegen SC Paderborn. Ich muss jedes Mal Red Bull sagen, es geht aber nicht anders. Und mit den Paderbornern zu Gast in Leipzig ist der Robert. Hallöchen. Hallöchen. So, Disclaimer am Anfang, klar, jetzt spielen wir immer noch mit FIFA 15, das wird sich bald einstellen. Aber bis dahin müssen wir halt damit klarkommen, dass es alte Trikots und teilweise noch relativ unaktuelle Kader gibt. Ei. Was? Unaktuelle Kader? Nein. Nee, niemals. Nee. Nicht bei uns. Haben die doch alle nachgebaut. Auf jeden Fall. Ständig. Von 40 Mannschaften. Ja. Die Logos manuell eingefügt. Ja klar, auch in der thailändischen Liga. Alle, ja. Alles. Da kann man nicht. Das kroch aber sowas von nach Abseits. Ich will es nicht meinen. So, das Logo vom MSV Duisburg haben wir händisch eingefügt. Das hast du selber noch mit deiner Werbefirma nachkreiert? Klar. Nee, das habe ich noch wegen dem Stadion hier. Ach so, okay. Sehr gut. So, und ja. Für alle, die sich halt für das FIFA 16 interessieren, ihr findet in der Videobeschreibung natürlich die passenden, was ist das jetzt? Die passenden Amazon-Links. Das ist immer gut, dass du das erwähnst. Jetzt ja, der Schiedsrichter den Ball wieder weg, ich krieg einen Hack. Ja, da können es die Leute jetzt im Prinzip so wie wir machen. Die klicken einfach auf die Amazon-Links und können es genauso wie wir bestellen. Ja. Gibt übrigens auch eine Steelbook-Edition, die irgendwie nichts weiter bringt. Sehr schön. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Sah jetzt insgesamt sehr schlecht aus von meiner ganzen Mannschaft. Ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich diesen ganzen Anfangstext mit den Amazon-Links einkürzen kann. Das dauert zu lange, damit ich sofort konzentriert bin. Du musst das viel energischer und kürzer zusammenfassen. Hallo, FIFA in der Videobeschreibung. Ja. Okay, alles klar. So. Na gut. Ah, ich spekuliere. Ja. So kam es natürlich auch. Was? So eine Ecke gekriegt. Ach, ich war dran, mehr. Ja. Das habe ich gar nicht gemerkt. Hat wieder der Controller nicht vibriert. Ich würde langsam, würde ich ihn reklamieren. Ja, ich habe Vibration ja toll. Steht nur einer vom Paderborn da. Nur einer. Ah, der Kruse. Ja, ehemaliger Dortmunder, der wird es nie einfach. Wow. Einmal nass geschnickt und dann einen super Pass gespielt. Den kann man noch nicht mal umtreten. Hast du es gesehen? Es ist praktisch. Der Wille war da. Unmöglich beim Paulsen. Ja, der ist selbst zu schnell, um ihn umzudrehen. Das kann doch nicht sein. Das geht. Doch, bei dir geht's. Böses Ding. Das ist anscheinend nur der Paulsen, der nicht umgetreten werden kann. Na, sag ich ja. Der hat so Sonderprivilegien. Da sind wir wieder bei den Skandinaviern. Wobei der ähnlich skandinavisch aussieht, finde ich, wie Alaba österreichisch aussieht. Richtig. Richtig. So. Stoppelkamp. Komm, den kannst du auch aus 83 Metern treten lassen. Der Ex-Erfurter. Lass dich, soll es mal versuchen. Na klar. Der hat doch das längste Bundesliga-Tor aller Zeiten geschossen. Ich weiß. Schauen wir mal, ob es klappt. Klappt nicht. Aber nicht sicher, Ham. Was ist denn mit dem Torhüter los? Wurde der nochmal aufs Derbste abgewertet? Meine Ecken sind genauso schlecht wie der Rest des Spiels, wie der Rest der taktischen Geschichten. Hallo. Dafür, dass du gelb hast, trumpfst du ganz schön groß auf. Boah, ist der langsam, der Stoppelkamp. Ist der langsam. Aber es reicht noch an allen vorbeizukommen, ne? Ja, ja, das ist die Masse. Oh. Alter.
kann das nicht mal klappen. Na, ich hoffe doch nicht. Na doch. Ich will auch mal gewinnen. Oh, jetzt hätte ich dich gerne getroffen. Na klar. Jetzt kommst du hier mit dem Solo oder was? Es ist, da stand jetzt weiß Gott genug vorne. Was ist denn jetzt schon wieder los? Da stand weiß Gott genug vorne, dass man hätte jetzt auch mal den Pass zum richtigen Spieler spielen können. Da hätte man gar nicht so dumm sein müssen. Also wirklich nicht. Ach, Mensch. Tja. Ach, der Herr Wechsel? Nee, wechseln brauche ich nicht. Wechseln habe ich nicht nötig. Taktische Umstellung. Ja, ein bisschen was anpassen hier. Das ist wie beim letzten Mal. Da hast du auch eine taktische Umstellung gemacht und hast das Ding noch rumgedreht. Also, so in die Richtung soll es auch schon gehen, muss ich zugeben. Ist mir klar. So. Ja, kannst du ja auch in deinem Wohnzimmer hier nicht auf den Sack kriegen. Da ich immer von meinem Wohnzimmer ausspiele, ist das leider kein Argument. Ja, ist richtig. Das ist die Geheimwaffe. Mir wurde auch da oben mit mir eingeblendet, wer das ist, damit ich mich drauf einstellen kann. Jetzt geht's zur Sache hier. Das ist schon dreimal so schnell wie eben. Was nicht, aber nicht daran liegt, dass derjenige, den ich eingewechselt habe, tatsächlich auch schneller ist. Nee, der hat einfach nur mehr Überblick. Katunga läuft. Aber du hattest ihn doch schon, du Idiot. So. Geh weg. Ja, ich gehe ja schon. Geh weg. Ich lasse dir ja Platz. Ja. Kreativen Freiraum. Den brauche ich. Wenn das dann mal nicht klappt mit dem Umkrätschen, sind wir sehr undankbar. Na klar, spielen doch. Warum nicht zum eigenen? Oh, das kann doch nicht sein. Was hat denn der für einen schwachen Fuß? War das sogar noch so Spinner, die ich gerade. Ja, klar, es war sogar noch so Spinner, den ich immer eingewechselt habe. Sehr gut. Mein Großvater hätte gesagt, wenn du anfällst, dann ist wie wenn zwei loslassen. Hier gibt's hier keine Zuordnung mehr. Nee. Und der ist nicht mehr bereit zu laufen. Na klar. Das, was du halt so machst, als Zweitligist, wenn du hinten liegst. Hacke Spitze 1, 2, 3, wirklich. Sehr gut. Das war auch ein super Move von Herrn Kotsch. Na klar, mach den Ball scharf. Auch ein super Ding. Der kann keinen Ball mitnehmen. Ey. Womit verdient ihr euer Geld, Junge? Mit welcher Daseinsberechtigung? Haben sich ja die Woche die Spieler beschwert, dass sie bei FIFA so schlecht geratet sind. Echt? Werden sich da beschwert? Oder drüber lustig gemacht. Was ist denn da? Ja, lass mich ruhig bis zum Ende durchlaufen. Kein Problem. Die haben irgendwie, waren das Wolfsburger oder Gladbacher? Irgendwelche jungen Talente von den Erstliga-Clubs, die haben sich da geäußert, aber die haben das mehr mit Humor getragen. Ja. Und auch Herr Çalhanoğlu hat gesagt, sie hätten ihn ein bisschen aggressiver machen können von seinen Werten. Weil das wäre er in Wirklichkeit. Okay. Wer war es denn nur noch? Ich weiß es nicht. Alle habe ich mir nicht Çalhanoğlu im Kopf geblieben.
Weil es generell so ein unsympathischer Mensch ist, sagst du. Ich habe eigentlich kein Problem mit dem. Mister, ich krieg einen Burnout, wenn ich nicht wechseln darf. Ja, soll er doch machen. Ach ja. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, da ging es um irgendeinen Bremer. Und da hat der Spielerbetreuer von dem Bremer beschrieben, wie er sich so außerhalb der Spielzeiten und Trainingszeiten um seinen Spieler kümmern muss. Ja. Und da hat er das beliebte Beispiel gebracht, dass er nachts um 4 an die Tankstelle fahren muss, weil die Batterien von irgendeinem Gerät alle waren oder so. Und da durfte er Batterien für seinen Spieler kaufen. Sowas finde ich immer witzig. Sehr selbstständig, die Profis. Das ist, ja, also solche Geschichten sind mega arm. Ja. Da weiß ich aber haargenau, das sind da nicht Leute wie Kehl oder so gewesen. Nee. Das ist von dieser neuen Generation. Ja, richtig. Ja, die wirklich teilweise nichts können. Aber das richtig perfide betreiben das ja die Ukrainer in Donetsk mit ihren Brasilianern. Ja, richtig. Ja. Aber es ist halt so. Das ist, wo Geld keine Rolle mehr spielt. Genau. Ja, das. Da gibt's halt auch kein reelles Leben mehr. Gut, dann gratuliere ich dir erstmal zu deinem Gewinn. Ja, danke. Ist durchaus ein Ergebnis, wo ich sage, ja, das kann auch so hinkommen. Denke ich auch. Und ich muss auch sagen, es war nach hinten raus in der zweiten Halbzeit nochmal gut spannend. Es hat mich nochmal zufriedengestellt. Auf jeden Fall. Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen. Gerne, gerne. Und dann sehen wir uns beim Samstagsspiel wieder. Bis dahin, Tschüssikowski.